So, alle zusammen. Ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 60 Zuschauer hier in unserem Raum. Wir warten noch eine Minute, dann fangen wir an. Bevor wir anfangen, für alle, die jetzt schon hier im Raum sind, vielleicht sind Sie, also geben Sie mir bitte ein Zeichen, was Sie meinen Bildschirm nicht sehen, also meine Präsentation nicht sehen, dann geben Sie doch. Genau. Also, wenn jemand meinen Bildschirm nicht sehen kann, dann geben Sie mir bitte ein Zeichen. Schreiben Sie einfach im Chat. Also, ich habe jetzt für alle, die jetzt schon drin sind, ein paar Warm-up-Fragen gestellt, weil ich jetzt leider keine Möglichkeit gehabt habe, mehr von Ihnen zu erfahren, Sie auch näher kennenzulernen, habe ich einfach ein paar Fragen gestellt, damit ich gegebenenfalls noch meine Präsentation, meinen Vortrag noch anpassen kann. Sehe ich gerade. Und ansonsten, also ja, ich würde auch noch was ankündigen, und zwar am Ende des Vortrags, der Präsentation, habe ich noch ein ganz kleines Geschenk für Sie vorbereitet, sozusagen. Das ist kein ja, reales Geschenk, sondern auch etwas im Zusammenhang mit der chinesischen Sprache. Was das ist, das sage ich dann erst am Ende der Präsentation. So, aber was ich jetzt Ihnen schon mitteilen möchte, ist halt eine kleine Umfrage. Moment, das habe ich falsch gemacht. So, jetzt. Also eine kleine Umfrage mit Google-Formular, das Sie gerne auch ausfüllen können. Das sind nur ein paar Fragen zu Ihrem, ja, Status und zu Ihren Interessen, und falls wir dann nach der Messe noch Kontakt aufnehmen sollten, dann haben wir auch schon die Kontaktdaten. Das ist da alles freiwillig. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mal die Umfragen ausfüllen. Und ansonsten würde ich sagen, ich schaue mal, also jetzt sind eine richtige Vielzahl von Zuschauern schon drin, 86, also ich denke, da kommen eben noch weitere rein. Dann warten wir noch eine Minute, dann fange ich richtig an. Und noch eine Sache, Sie sehen ja, ich habe jetzt auf Deutsch die Präsentation vorbereitet und dazu aber noch ein paar chinesische Schriftzeichen. Es ist halt leider so, dass wir nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten haben zum Austausch. Wir können nur im Chat schreiben, dann kann ich das lesen und dann auch auf Fragen beantworten. Aber ich versuche jetzt auch mit allen chinesischen Schriftzeichen, chinesischen Sätzen auch eine Atmosphäre zu schärfen, dass sie möglichst tief in die chinesische Sprache antauchen. Ich habe heute auch noch zwei, also einen Kollegen und eine Kollegin dabei, die mir gegebenenfalls auch im Chat unterstützen würden. So, jetzt fangen wir an. Wir haben jetzt 91 Zuschauer in dem Raum drin. Dann heiße ich Sie nochmal herzlich willkommen. Für diejenigen, die jetzt frisch angetreten sind, nochmal die Warm-up-Fragen. Wer sind Sie? Welches Interesse bringen Sie mit zu der Veranstaltung? Welche Vorkenntnisse sind gegebenenfalls vorhanden in der chinesischen Sprache? Und was wollen Sie in dieser Veranstaltung erfahren? Und welche konkreten Fragen haben Sie? Und dann habe ich auch noch meine E-Mail-Adresse, an die Sie gerne jederzeit schreiben können. Auch nach der Messe stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Und ja, wie wir schon angekündigt haben, haben wir heute das Thema chinesische Sprache und Kultur, und dann nenne ich das jetzt auch ja, China-Kompetenz
weil hier in der Kompetenz ist öfter für uns der Begriff mit, wer uns auch schon seit einem oder zwei Jahren intensiv beschäftigt. Und was man unter China-Kompetenz versteht, komme ich gleich nochmal dazu. Und vielleicht auch kurz zu meiner Person. Junan Li ist mein Name. Ich bin der Gründer und auch Prokurist von der CDB Bildungs Consulting GmbH hier in Frankfurt. Und unsere Firma gibt es seit 2017 mit dem Hauptsitz in Frankfurt am Main und auch einem Standort in Xi'an in China. Und vielleicht ja, zu der Stadt Xi'an, das ist, wo die Terrakotta-Armee liegt. Vielleicht waren einige von Ihnen auch schon mal dort. Da können Sie sich gerne mal kurz melden im Chat. Genau, und wir haben den Namen CDB Bildungs Consulting. C steht für China und B für Deutschland und B für Bildung bzw. auch Brücke. Genau. Ja, ich sehe gerade, hat jemand geschrieben. Genau, und was wir halt machen, wir konzipieren und begleiten internationale Bildungsprojekte. Und was das Konkrete bedeutet, kann ich gerne bei Interesse auch noch näher erläutern. Ah ja. Ah ja, super. Ich sehe gerade zwei, drei Antworten, dass Sie schon mal in Xi'an waren. Vielleicht gerade dazu, ich bin persönlich auch komme auch persönlich direkt auf Xi'an und der Kollege, der gerade Gruß aus Bonn ausgerichtet hat, ist auch gebürtige Xi'ange. Also, genau. Ah ja, ich sehe jetzt auch eine liebe Grüße aus den USA. Ja, schön. Gut, dann kommen wir weiter. Jetzt stelle ich kurz vor, was wir unter China-Kompetenz verstehen. Und dann kommen wir zum Kernthema chinesische Sprache. Genau, China-Kompetenz, das geht schon weit über die chinesische Sprache und Kultur hinaus, sondern es geht darum, China zu kennen und auch zu verstehen, wie es alles in China tackt und dann auch ein China-Netzwerk aufzubauen. Also es würde mich sehr freuen, wenn wir hier alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die hier in dem Raum sind, auch nachher weiterhin in Kontakt bleiben. Und dann heißt das auch ein kleines China-Netzwerk. Ich sehe gerade auch, dass einige von Ihnen auch schon ja, Grundkenntnisse oder sogar fortgeschrittene Kenntnisse in der chinesischen Sprache haben. Das ist ja sehr schön. Na, und dann auch der dritte Punkt, der ein wichtiger Punkt ist auch, dass man mit China umgehen kann. Und vor allem mit den Menschen aus China. Und ja, das sind ja die drei Ebenen, was wir unter China-Kompetenz verstehen, was wir auch in Deutschland sehr stark fördern möchten. Und die Kenntnisse in der chinesischen Sprache bilden aus unserer Sicht auch die wichtige Grundlage dafür. So, jetzt kommen wir. Ja, ich sehe gerade, Simon, schreib mal meine E-Mail-Adresse noch mal rein. Klar, das mache ich. Genau, gleichzeitig machen wir weiter mit der Präsentation. Ja. Vielleicht stellen einige von Ihnen, vor allem diejenigen, die jetzt keine Vorkenntnisse in der chinesischen Sprache haben, sich die Frage, ist Chinesisch eine schwierige Sprache? Diese Frage ist ja nicht so ganz einfach zu beantworten, weil für jeden und jede ist das schon ein bisschen anders. Aber ich kann auch von meiner Erfahrung mit dem Deutschlernen sprechen. Als wir angefangen haben, haben wir immer gehört, life is too short to learn German. So, und jetzt nach 10 Jahren kann ich ja sagen, es ist halt nicht so schwierig. Also
Deutsch zu lernen, das ist ja zumutbar, das ist machbar. Und das Gleiche geht, glaube ich, auch für die chinesische Sprache. Also, ich habe auch schon öfter gehört, ja, Chinesisch, nein, das werde ich in diesem Leben nicht mehr schaffen. Aber ich sage doch, das können Sie auf jeden Fall schaffen, wenn Sie möchten, wenn Sie fleißig sind, wenn Sie mutig sind, wenn Sie daran Interessen haben und auch daran bleiben, dann ist die chinesische Sprache zu lernen auch wirklich zumutbar. Warum? Auch dank der modernen Technologie ist es nicht mehr so der Fall, dass man wie früher auch in einem Sinologiestudium, dass man die Schriftzeichen schreiben oder malen können muss, um die Sprache zu beherrschen oder anders gesagt, in der chinesischen Sprache kommunikationsfähig zu werden. Sondern wir haben jetzt Laptop, wir haben jetzt das Smartphone und was wir lediglich noch können, sollten oder müssen, um in der chinesischen Sprache auch kommunikationsfähig zu werden, sind die zwei Sachen. Und zwar beim Hörverstehen und auch beim Sprechen. Den richtigen Ton merken und auch aussprechen. Und beim Leseverstehen und Schreiben ist es ja vor allem wichtig, nicht die Schriftzeichen schreiben zu können, sondern das richtige Schriftzeichen erkennen zu können. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich nochmal. So. Dann kommen wir kurz zu den Grundelementen. Ja, ich sehe gerade im Chat, was Sie Ihre PowerPoint-Präsentation auch noch mit PIN-Zeichen hätten. Das wäre super. Ja, das habe ich leider jetzt nicht mehr geschafft mit PIN, aber das kann ich nachher nochmal nachträglich machen, wenn Sie möchten. Dann kann ich gerne nochmal schicken per E-Mail. So, da wir aber nur begrenzte Zeit haben, würde ich jetzt erstmal fortsetzen mit der Präsentation. So kommen wir jetzt zum Thema Grundelemente der chinesischen Sprache. Welche Grundelemente gibt es in der chinesischen Sprache? Also Grammatik würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Das ist natürlich auch wichtig. Das gibt es ja natürlich wie jede Sprache, auch in der chinesischen Sprache. Aber ich sage, da sind auch wirklich so viele Ausnahmen, dass wir halt sagen können, okay, da muss man zwar auch lernen, aber es ist ja auch sinnvolle, wichtige, jetzt erstmal die Ausdrücke zu lernen. Und was wir als Grundelemente vorstellen möchten, vor allem Pinyin, das kennen Sie wahrscheinlich auch, ob jetzt mit oder ohne Vorkenntnisse, ist das wahrscheinlich schon ziemlich bekannt, dieser Begriff. Das ist die phonetische Umschrift vom chinesischen Schriftzeichen. Und dann kommen wir zum Thema Ton. Und da machen die, also in der chinesischen Sprache gibt es vier Töne. Und die Töne machen die größten Unterschiede. Also wir kommen gleich nochmal zu den konkreten Beispielen. Und dann haben wir die Schriftzeichen. Das ist, was Sie jetzt auch in der Präsentation sehen. Die Schriftzeichen, das sind keine Buchstaben, sondern Zeichen. Also, und ein Schriftzeichen repräsentiert eine Silbe. Aber das hat noch keine eindeutige Bedeutung. Das heißt, wir brauchen eine Kombination von verschiedenen Schriftzeichen, um Wörter zu bilden. Und ein Wort hat schon eine eindeutige Bedeutung. So, dann kommen wir zu ganz konkreten Beispielen. Also, erstmal zu Pinyin. Und ich habe jetzt hier ganz einfache Beispiele genommen, um auch zu erklären, wie die Schriftzeichen, die Aussprache und mit den Bedeutungen zusammenhängen. Und hier hab ich das Beispiel Ni Hao. Und Ni heißt du und Hao heißt gut. Und du gut heißt auf Chinesisch
Hallo oder Guten Tag. Und natürlich gibt es auch mit dem zum Thema Sitzen, mit Sie gibt es auch eine andere Ausdrucksmöglichkeit, Ning Hao. Und ja, dann heißt Da Jia Hao, heißt Guten Tag alle zusammen. Und hier heißt Da groß und Jia heißt Familie. Und Hao heißt wieder gut, wie bei Ni Hao. Und was heißt da ja? Warum da ja? Warum heißt da ja guten Tag alle zusammen? Das hängt schon mit der chinesischen Philosophie zusammen. Und der Grund ist auch ganz einfach zu erklären. Die Familie ist die wichtigste Organisationseinheit in der chinesischen Gesellschaft. Und das heißt, wenn ich vor eine Gruppe von Leuten stehe und die begrüßen möchte, dann sage ich immer da ja hao, damit wir uns in eine Familie fühlen. Also wie in eine Familie fühlen. Und das ist auch eine Begrüßungsform in der chinesischen Sprache. Und wenn Sie genau zugehört hätten, dann haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, ich kann schon mit Pinyin was anfangen, auch ohne das Schriftzeichen zu kennen. Und das ist mit Pinyin und das ist erstmal ohne Ton. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema Ton. Warum habe ich jetzt vorher gesagt, dass die Töne die größten Unterschiede machen? Jetzt schauen wir mal das Beispiel, das klassische Beispiel, um die Unterschiede zwischen den vier Tönen zu erklären. Also, ich habe hier die vier Schriftzeichen und auch die entsprechende Pinyin und auch die Töne. Also, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, gibt es in der chinesischen Sprache insgesamt vier Töne. Und ich spreche jetzt mal die vier Schriftzeichen aus. Mit Töne, dann merken Sie wahrscheinlich die Unterschiede. Also, ma, 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 ma. Ich weiß nicht, ob Sie die Unterschiede gemerkt haben. Vielleicht können Sie auch im Chat schreiben, ja oder nein, oder soll ich nochmal aussprechen? Super, ich sehe ja. Nochmal, genau, okay. Ja, das mache ich. Ma, 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 ma. Genau, klingen alle etwas anders. Genau. Und von der Bedeutung sind die ganz anders. Also, ma heißt Mutter. Und ma heißt würzig, oft mit scharf zusammen. Und ma heißt Pferd. Und ma heißt schimpfen. Genau. Ma heißt auch tatsächlich schimpfen. Das ist auch das Schriftzeichen für schimpfen. Ja, dann habe ich gerade gesehen, der erste und vierte klingen gleich für mich. Okay. Genau. Ja, also Mutter heißt Ma und Schimpfen heißt Ma. Also damit möchte ich ja sagen, die Töne sind ja besonders wichtig und deswegen habe ich ja auch vorher schon gesagt, man muss ja nicht unbedingt die Schriftzeichen schreiben können, aber man muss die Schriftzeichen erkennen können. Also man muss das richtige Schriftzeichen beim Schreiben zum Beispiel auch erkennen können, weil sonst macht man einen großen Fehler. Und auch beim Sprechen, bei der Aussprache ist es ja wichtig, die Töne zu unterscheiden, weil sonst wäre es auch entweder witzig oder im schlimmsten Fall auch blöd. Genau. Ja, ich sehe gerade,
Thomas hat geschrieben, wie würde man sagen, die Mutter schimpft mit dem Pferd. Das wird ja interessant. Das kann ich jetzt gerne mal aussprechen. Mama. Ma. Ma. Also Mutter heißt der Mama. Taiwanesisch. Genau. Also mach erstmal die Fragen von Thomas zu Ende. Also die Mutter heißt Mama und schimpft heißt Ma. Und mit dem Pferd heißt Ma. Mama, Ma, Ma. Mama, Ma, Ma. Das wird schon schwierig. Das wird schon, ja, das wird schon sehr interessant. Fünfter Ton, ja, das ist so ohne Ton, also so fast ohne Ton, genau. Das ist schon ein fünfter Ton oder das kommt dann nur eigentlich nur in Kombinationen. Also das kommt dann in komplexere Sätze vor, das ein Schriftzeichen keinen Ton hat. Oder wir nennen das auch einen leichten Ton. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu der Frage, inwiefern unterscheidet sich das Hochchinesisch vom Taiwanesisch? Genau, also da sind schon einige, genau, mein Kollege hat jetzt die Frage auch schon beantwortet. Juliane Köhler hat die Frage gestellt, dass Ma in Ni Hao Ma ist ohne Ton. Genau, also Ni Hao Ma. Ich würde sagen, Ma hat in dem Kontext den ersten Ton. Ja, manchmal, wenn man möchte, in der Umgangssprache kann man auch sagen, ja, ni hao ma. Aber offiziell oder in der Schule wird gelernt, ni hao ma, erster Ton. Und ni hao, ja, ni hao haben, ni und hao haben beide den dritten Ton. Genau, das ist ja richtig. Ich denke, zu der Aussprache kann mein Kollege Herr Zhao weiter die Frage beantworten im Chat. Dann mache ich ein bisschen weiter mit der Präsentation. Ich weiß nicht, ob wir dann rausgeschmissen werden, wenn die Zeit vorbei ist. So, jetzt kommen wir nochmal zu eine Erfahrung von einem guten Geschäftsfreund von mir, die er mit mir letztes Jahr in China gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der David auch hier dabei ist, aber auf jeden Fall kann er sich definitiv noch erinnern, was er da ist. So, es gibt ja die chinesischen Familiennamen und Vornamen. Und die Familiennamen können auch ähnlich klingen, obwohl sie eigentlich ganz anders geschrieben und ausgesprochen werden sollten. Und jetzt lese ich nochmal die vier Namen. Also der David war mit mir in China und er wurde verrückt, weil er mit mir in verschiedene Städte, verschiedene Standorte vier Personen kennengelernt, die jeweils Dong, Deng, Gang und Gong als Nachnamen haben. Also das heißt, wie ich vorher auch schon mehrmals erwähnt habe, die Aussprache, die Töne und dann auch die richtigen Schriftzeichen zu erkennen, das sind so ich nenne das mal Schlüsselkompetenzen, um die chinesische Sprache zu beherrschen. So, dann kommen wir zum Schriftzeichen und auch Wortbildung. Ich nehme hier sehr gerne zwei Beispiele, und zwar einmal mit
da, zum Xiao, also groß, mittel, klein. Und einmal mit Shang, Zhong, Xia, oben, mittel, unten. Und da, groß, Zhong, Mitte und Xiao, klein. Und dann habe ich noch ein weiteres Schriftzeichen hier, Xue. Xue heißt auf Chinesisch lernen. Aber jetzt schauen wir mal. Wenn wir jetzt, genau, da hat den Wert und Ton. Ja, das ist richtig. Wenn wir jetzt mal ein Wort bilden, dann kommen wir zu den Schulen. Also, Da Xue heißt Hochschule und Zhong Xue heißt Mittelschule und Xiao Xue heißt Grundschule. Das heißt, also wir haben in der chinesischen Sprache nicht Grund, Mitte und Hoch, sondern Klein, Mitte und Groß. Und dann kommen wir zu dem nächsten Beispiel. Shangwu heißt Vormittag und Zhongwu heißt Mittag und Xiaowu heißt Nachmittag. Und wenn Sie jetzt vergleichen, ah ja, stimmt. Wenn Sie jetzt vergleichen, wir sagen nicht vor und nach, sondern wir sagen oben und unten. Also Shangwu heißt Vormittag, oben Mittag und Xiaowu heißt Nachmittag, dann unten Mittag. Das ist, ja, das ist, wie wir so Wörter bilden. Und wie gesagt, Schriftzeichen repräsentieren eine Silbe und wenn eine Kombination von Schriftzeichen, ob jetzt zwei oder drei oder sogar auch vier, dann kommen wir zu einem eindeutigen Wort. So, jetzt kommen wir noch kurz zu einem sehr spannende Thema, sehr spannende Erfahrung von einem Kunden hier. Da geht es schon wieder um die interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenz. Ja, ich muss da eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ein Freund war in Deutschland und danach hat er mir die Fragen gestellt, weil Deutschland vor seiner Reise ein fremdes Land war. Hat er dann die Fragen gestellt? Ja, die Toilette hat ihm sehr viel Geld gekostet und dann hat er kein kostenloses warmes Wasser im Restaurant bekommen, wie es der Fall ist in China. Und das Beste fand ich ja dabei, dass er erzählt hat, er war auf der Autobahn, hat ein Schild gesehen, Ausfahrt und dachte sich, okay, jetzt kommen wir zu dem Ort Ausfahrt. Und dann, nach 40 Kilometern, hat er nochmal gesehen, okay, nochmal Ausfahrt. Und da hat er sich schon gewundert, oh, warum ist der Ort Ausfahrt so groß? Und dann wurde er auch verrückt, als er dann im Bahnhof Ticket kaufen wollte. Und da hat er hier in meinem oberen Bild die zwei verschiedene Fahrkartenautomaten gesehen. Und da wusste er gar nicht mehr, wo er welches Ticket kaufen soll. Ja, das ist so die Erfahrung von einem Freund hier in Deutschland. Und genau sowas kann auch passieren in China. Also wenn man sich mit der chinesischen Kultur, wenn man mit China nicht auskennt, wenn man mit der Sprache nicht auskennt, dann wird auch etwas schwierig. Jetzt, ja, Sie brauchen oft das Wort verrückt. Würden Sie das ins Chinesische übersetzen? Genau. Also, verrückt würde ich sagen, Fengla. Ich weiß nicht, ob Sie genau Fengkuang oder Fengla.
die chinesische Lebenseinstellung im Vergleich zu Deutschland beschreiben? Das ist eine sehr gute Frage. In China ist das, und anders gesagt, ich habe neulich einen kleinen Artikel verfasst für ein Medien, und da war das Thema Anstellung der Arbeit oder Stellenwert der Arbeit in Deutschland. Und da habe ich ja geschrieben, in Deutschland lebt man, um zu arbeiten, und in andere Länder arbeitet man, um zu arbeiten, um zu leben. Genau. Die chinesische Lebenseinstellung, ich denke, das ist ein großes Thema, und in verschiedenen Regionen unterscheiden sich die Einstellungen auch sehr stark. Ich würde sagen, wir können uns sehr gerne nochmal austauschen dazu. Aber ich würde jetzt zuerst mal weitermachen, damit wir überhaupt noch zum Ende kommen. Genau. So, also die interkulturellen Aspekte habe ich jetzt nur noch hier nochmal aufgelistet. So Terminplanung, Vereinbarung und Flexibilität, was das bedeutet. Änderungswünsche bis zu dem letzten Moment kann in China vorkommen, und Arbeitszeit, Trennung, Arbeit und Freizeit. Zum Beispiel die Frage, was tue ich, wenn mein Chef um 21 Uhr anruft, und Netzwerk als Vitamin C in Deutschland und China, muss man jemanden persönlich kennen. Genau. Also das sind schon wichtige und interessante Fragestellungen in dem deutsch-chinesischen Kontext. Und dann komme ich ganz kurz nochmal zurück zum Thema Sprache und Kultur, also chinesische Sprache und Kultur, was wir jetzt konkret anbieten können im Nachgang. Also selbstverständlich bieten wir Chinesisch für Sprachinteressierte als Einzelunterricht mit Muttersprachler und Deutsch als Unterrichtssprache, und genau, ganz individuell maßgeschneidert. Und ich weiß nicht, ob hier auch Schulvertreter sind. Was ist der Fall? Dann haben wir auch konkrete Angebote, konkrete Programme für Schulen. Also neben chinesischer Sprache und Kultur können wir auch so interkulturelle Seminare und Workshops anbieten. Und dann natürlich, wenn Corona wieder vorbei ist, dann interkulturelle Begegnungen mit chinesischen Schulen. Und für Unternehmen gibt es auch ähnliche Angebote. So chinesisch für den Geschäftserfolg, und dann auch so interkulturelle Trainings und auch Unterstützung bei der Fachkräftesicherung. Das geht schon über die Sprache und Kultur hinaus. So, jetzt kommen wir zu Ende, und bevor ich Schluss mache, habe ich jetzt noch ein. Genau, ja. Das ist ja richtig. Also ein kleines Geschenk für alle, die jetzt Lust haben. Und zwar, wir können für jeden einen chinesischen Namen entwickeln oder ausdenken, wenn Sie Interesse haben. Da können Sie mir gerne eine kurze Nachricht schreiben mit Ihrem deutschen Namen und was Sie besondere Wünsche haben. Das können Sie auch reinschreiben, und dann schicken Sie mir einfach die E-Mail zu, und dann werden Sie auch schnell eine Antwort von uns bekommen. Ja, wenn Sie gerne auch weitere Fragen zu der chinesischen Sprache und auch zu anderen Themen, können wir sehr gerne uns weiter austauschen. Und wie gesagt, unsere Kernkompetenzen liegen in der interkulturellen Kompetenzen und auch so Bildungsprojekte, das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch für Ihre Aufmerksamkeit, und ich hoffe, Sie können jetzt was mitnehmen. Das war sehr knapp, sehr kurz, aber trotzdem schön, dass Sie da waren.